Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Kindsköpfe 2 von Denis Dugan. Die Handlung des Films ist die, dass es keine gibt. Es ist folgendermaßen, Adam Sandler und seine Freunde verleben einen bunten Tag und am Abend eine große Party zusammen und zwischendurch werden dann additiv irgendwelche Szenen aneinandergereiht, die komisch sein sollen. Tatsächlich scheinen sie dies auch zu sein, so war zumindest meine Stimmung im Kinosaal, wie ich sie erleben durfte. Und man fragt sich, was ist das eigentlich für ein Humor? Wer wird hier eigentlich angesprochen? Warum soll das tatsächlich witzig sein? Denn dieser Humor ist nicht mehr unter der Gürtellinie angesiedelt. Er geht direkt in die Toilette, ja, bis in die Kanalisation hervor. Alles, was die menschliche Verdauung so produzieren kann, wird hier in wirklich einem ekstatischen Moment nach dem anderen nach oben nach vorne geholt. Warum muss das sein? Schon immer, und da möchte ich nicht missverstanden werden, hat die Komödie mit den Niederungen gespielt. Ja, das hat immer die Komödie ausgezeichnet. Seit der Antike, bei Shakespeare ist das so, bei Goldoni, ja, bis in die neuesten Komödien. Aber es gab einen Unterschied. Es gab immer eine Öffentlichkeit, wo gewisse Regeln, Normen, Konventionen vorherrschend waren und die wurden dann mit komödiantischen Mitteln torpediert und in Frage gestellt. Alles wurde damit immer ins Wanken gebracht, die höfische Kultur zum Beispiel, das bürgerliche Selbstverständnis. Das war immer gute Tradition der Komödie. Doch hier in Kindsköpfe 2 ist es anders. Wir haben es hier nicht mehr mit einem Humor zu tun, der irgendeine Norm torpediert. Die Norm ist längst abgeschafft. Es gibt keine Öffentlichkeit mehr. Paul Virnow, der Politikwissenschaftler, sagt, wir leben heute in einer Zeit, in der es eine Öffentlichkeit ohne Öffentlichkeit gibt. Was heißt das? Wir bewegen uns in öffentlichen Räumen wie Privatpersonen. Wir trennen nicht mehr zwischen öffentlich und privat. All das wird aber von den Medien und auch von uns selber laufend akklamiert. Ein Papst, der seine roten Schuhe nicht mehr trägt, ein Politiker, der sich in Swimmingpools ablichten lässt. All das ist längst okay. Auch ist man dann sauer, wenn ein Superstar wie Jodie Foster darauf besteht, dass sie ein Privatleben hat und jetzt nicht öffentlich Outings in irgendeiner Weise vor der Masse vollziehen will. Wenn wir aber keinen öffentlichen Raum mehr haben, wenn alles privat wird, dann haben wir ein großes Problem, zuletzt auch in der Komödie. Denn das, was torpediert wird, sozusagen die Normüberschreitung, das ist eigentlich die Komik. Aber wenn es keine Norm mehr gibt, dann ist eigentlich nichts mehr komisch, dann ist es eigentlich zum Heulen. Und so ist es mit Kindsköpfe 2. Und es gibt auch ein interessantes Verhältnis, wenn wir an die Privatisierung denken, die von der Ökonomie auskommt und wenn wir an unsere eigenen Privatisierungsmaßnahmen denken. Der Ästhetikprofessor Bason Prock weist in seinem Buch Musealisiert euch darauf hin. Die wackeren Mehrheitsdemokraten haben in unbändigem Bewusstsein ihres Anspruchs auf Autonomie inzwischen die Öffentlichkeit als Raum res publica vollständig vernichtet. Sie zwingen jedermann ohne jede Rücksicht, ihr privat beliebiges Verhalten zu akzeptieren, bis hin zu selbstbewusster Jubeljugend, im Leibchen schwitzend in Hotelfrühstücksräumen, in Badekostüm auf dem Arbeitsamt oder in der Uni zu erscheinen und wieder Toleranz einzufordern gegenüber der Missachtung von Konventionen und Regeln, die gerade verhindern sollen, dass sich private Willkür beherrschend durchsetzen kann. Genehmigungsbehörden machen fröhlich mit, wenn es im Namen der Wirtschaftsförderung darum geht, öffentlichen Raum zu privatkapitalistischer Nutzung freizugeben. Und das ist sozusagen die Konsequenz davon, die wir in Kindsköpfe 2 erleben dürfen. Wenn es keinen öffentlichen Raum mehr gibt, wenn Adam Sandler, die große Identifikationsfigur, egal wo er auftritt, immer als dieser Typ von nebenan, als der Privatmann auftritt, wenn es also diese Öffentlichkeit nicht mehr gibt, ja dann geht auch der Humor flöten. Der kommt nämlich abhanden, wenn es keinen Bruch mehr gibt zwischen öffentlich und privat, dann fällt alles in eins und da kommt tatsächlich ein großer Brei raus, ein großer Haufen Scheiße. So kann man es bei diesem Film nicht anders sagen. Wir sollten nicht einfach über diese albernen Scherze lachen, wir sollten tatsächlich die tiefere Bedeutung dahinter sehen. Sonst nämlich schauen wir nur und wir sehen nicht.